Kennst du das, wenn kleine Kinder ständig fragen, warum, 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 die Warum-Phase haben? Diese Phase sollten Lieder auch haben. Und warum, verrate ich dir in diesem Video. Hallo, mein Name ist Marie-Christine Höfler, ich bin Auftritts- und Kommunikationstrainerin. Ich trainiere CEOs, Führungskräfte, Unternehmer dabei, ihre Wirkungskompetenz, ihr Auftreten zu optimieren. Und da geht es natürlich auch oft um Vorträge, um Public Speaking, also öffentliche Reden zu halten. Und das Spannende ist, dass ganz viele mich immer fragen, hey, wie schaffe ich es, eine bessere Präsentation zu halten? Wie schaffe ich es, dass meine Message ankommt? Wie schaffe ich es, Menschen für mich zu gewinnen? Egal ob bei einem Vortrag oder auch im 1:1-Gespräch. Und einen magischen Trick, den ich dir hier an dieser Stelle mitgeben will, den verrate ich dir hier in diesem Video, und das ist der Golden Circle. Der Golden Circle besagt, frag immer erst warum. Und dieses Warum, diese Sinnfrage, die ist für uns Menschen so, so wichtig. Vielleicht erinnerst du dich noch an die Schulzeit. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich war in der Schule nicht sehr motiviert. Mich hat das ganze Schulsystem einfach nicht motiviert, die Art, wie es funktioniert. Denn in der Schule zum Beispiel lernen wir ganz, ganz viel über das Was, also was wir lernen, den Inhalt. Und vielleicht auch noch ein bisschen, wie es funktioniert, ja, was zum Beispiel Trigonometrie, ja, und wie es funktioniert, lernen wir auch noch. Aber warum brauche ich das? Wozu? Was ist der Sinn dahinter? Das bleibt auf der Strecke, das wird uns nur ganz selten beantwortet. Und Simon Sinek hat eben diesen Golden Circle begründet. Ich habe ihn dir hier mal einfach aufgezeichnet. Und da geht es darum, dass eben in der Schule geht es von hier nach hier, ja, da ist zuerst das, was wir lernen, dann wie es funktioniert, und das Warum bleibt meistens aus oder sehr oft aus. Und ganz erfolgreiche Marken wie zum Beispiel Apple oder der Gründer von Apple, Steve Jobs, hat das in seinen Reden immer ganz, ganz toll formuliert. Als das Apple, der iPod erschienen ist, also ein MP3-Player damals noch. Heute gibt es das ja gar nicht mehr, heute hat man alles am Handy. Damals gab es noch den MP3-Player, also einen Musikplayer. Und zu dieser Zeit musst du dir vorstellen, ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen, ich hatte meinen Discman, also CDs, und auf so einer CD waren vielleicht 20, auf manchen vielleicht 40 Lieder drauf, aber mehr auch schon nicht mehr. Und wenn du irgendwie Sport gemacht hast mit deinem riesen Discman irgendwo in der Tasche, dann hat es oft geruckelt und dann gab es auch immer wieder Störungen, weil die CD nicht gut gelaufen ist. Und dann gab es so die ersten MP3-Player. Und das Spannende war, der Steve Jobs hat nicht gesagt, das ist ein MP3-Player mit so und so viel Speicher und da kann man das. Nein, was er gemacht hat, war ganz spannend. Vielleicht hast du seinen Vortrag mal gesehen. Er hat auf der Bühne einfach aus seiner Hosentasche den MP3-Player, den iPod damals noch, aus der Tasche gezogen und hat nur einen Satz dazu gesagt. 1000 songs in your pocket. Was für ein starkes Warum ist denn das? Er hat nicht erklärt, wie, was, das kam dann erst später. Aber zuerst hat er gesagt, 1000 songs in your pocket. Zur damaligen Zeit unvorstellbar. Zur damaligen Zeit war das ein Game Changer, ein totales Wow, Wahnsinn, unfassbar. Und dieses starke Warum sofort zu beantworten, das ist die Magie von einem guten Vortrag oder von einer guten Führungskraft auch. Auch im Führungsalltag. Stell dir doch öfter die Frage, warum tut die Person dies oder das? Oder warum tut sie es nicht? Ja? Oder warum funktioniert das? Oder warum funktioniert es nicht? Dieses Warum ist so ausschlaggebend. Und dann erst, also im ersten Schritt das Warum, dann erst sollte das Wie folgen und dann erst das Was. Also von innen nach außen. Warum? Wie funktioniert es? Was machen wir? Und nicht umgekehrt. Aus der Schule sind wir es einfach noch so gewohnt, zuerst mit dem Was zu starten und vielleicht dann noch das Wie zu bekommen, aber das Warum eben bleibt oft auf der Strecke. Und wenn du dich aber als Leader, als Führungskraft, als Unternehmer, als Mama auch oder als Elternteil, als Papa, ja, dir öfter mal die Frage stellst,
warum tut denn die Person etwas nicht oder schon? Warum hat die jetzt dieses Gefühl? Warum zuckt er aus? Warum kommt er zu spät? Warum, warum, warum? Wenn wir da einfach immer wieder nachfragen und selbst auch fragen, warum ist das denn so? Dann verstehen wir erstens andere Menschen viel, viel besser. Wir sind viel empathischer. Wir können auch einfach nachfragen. Warum ist denn das gerade so? Warum ist denn das passiert? Wie kann ich dir helfen? Was sollten wir denn jetzt tun? Aber starte beim Warum. Diese Sinnfrage ist für uns Menschen einfach unfassbar wichtig. Und wenn du mit den Menschen, mit denen du dich umgibst, einfach dieses Warum stärkst, ihnen einen Sinn gibst, auch in der Arbeit, in der täglichen Arbeit, sie werden dich lieben, sie werden dich anbeten, sie werden alles für dich tun, wenn sie diesen Sinn verstehen und nachempfinden können und ihr eigenes Warum darin finden. Ich hoffe, dieses Video war wichtig für dich, war hilfreich für dich. Und wenn du jemanden kennst, für den das auch hilfreich sein kann, bitte schick es doch einfach weiter. Like es, share es, kommentiere auch gerne deine Gedanken dazu. Ich freue mich immer über den Austausch und wenn du in meiner Community bist und freue mich auch, von dir zu lesen, von dir zu hören, schau doch mal vorbei auf www.legend.at. Unsere Seminare, unsere Trainingscoachings. Ich freue mich auf dich, wünsche dir alles Gute. Bis bald, deine Marie.